Willkommen zu einer weiteren Aufnahme Let's Play Minecraft. Ja, wo befinden wir uns jetzt hier eigentlich gerade? Genau, wir befinden uns in einem der Häuser. Gut, so wirklich vorbereitet habe ich nichts, weil es ist wieder mal eine spontane Kurzaufnahme. Ich habe es nicht geschafft, am letzten Wochenende eine Aufnahme zu machen. Deshalb mal wieder eine kurze Aufnahme, um bis zur nächsten Aufnahme zu überbrücken. So, was steht denn jetzt an? Da ich nichts vorbereitet habe, muss das jetzt hier alles ein bisschen spontaner gehen. Was haben wir denn dabei? Wir haben dabei Stein. Stein ist gut, oder? Nee, nicht gut, wir haben keine Erde dabei. Nein, wir haben nur Holz und zwei Obsidian. Ein Haufen Schaufeln, ein Haufen Spitzhacken, ein Haufen Äxte. Könnten wir mal wieder was abfarmen gehen oder wir könnten es auch sein lassen. Ja. Das sollte so bleiben, das sollte auch so bleiben. Hier sollten... Genau. Wir machen... Ja, nee, ist klar. So. Und weiter. Ja. Ups, Entschuldigung. Wir machen hier ein bisschen in den Straßen weiter. Das sollte an dieser Stelle soweit reichen. So, was mich wundert, dass ich in der letzten Aufnahme diese Häuser fertig gekriegt habe. Ich war ja am Quatschen in einer Tour. Das war ja schon wieder eine Sache, viele würden es wahrscheinlich gemocht haben. Nur noch reden und wenig bauen. Aber irgendwie kam mir das Bauen persönlich zu kurz. So, wenn da die Tür ist, kommt hier auch eine Tür hin. Ja. Ansonsten, ja, was soll man sagen? Die letzte Aufnahme war sehr viel Gelaber. Bis zu unserem Höhlenbesuch, da wurde es dann rapide weniger. Und plötzlich zum Ende hin doch wieder eine ganze Menge mehr. Weiterhin, was habe ich noch zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Mein Need for Speed Let's Play ist ausgelaufen, beziehungsweise die letzte Aufnahme ist vollzogen. Das heißt, demnächst kann ich mich wieder voll und ganz auf Minecraft konzentrieren, weil ich noch kein neues Projekt habe. Bis auf die Minecraft-WG. Was mache ich denn hier? Die brauche ich doch an der Stelle. Ansonsten... Nee, das kann da bleiben. Ja, ansonsten kein neues Projekt. 2, 3, 4, 5, 6. Wie schon gesagt, kein neues Projekt. Bis auf die Minecraft-WG, die ich schon seit einer ganzen Weile in Betrieb nehmen will. Ja, ich hoffe, dass es jetzt klappt, zeitlich gesehen. Weil, wie schon gesagt, jetzt zum Beispiel sind das ja auch wieder Zeiten für Aufnahmen von Gut und Böse. Wenn das nicht besser wird bei mir, dann werde ich doch ein zweites Projekt so starten und kann die Minecraft-WG doch wieder laufen lassen. Was ich ein wenig schade finde, weil die Map sich doch so nach und nach weiterentwickelt. Zwar nicht ganz so rasant wie hier diese Karte, weil die hier ist doch rasant unterwegs. Ui. Bis dahin gehen die nächsten Häuser. Ja, wenn das mit der Minecraft-WG losgehen sollte, dann wird davon auch ein bisschen was öfter zu sehen sein, auch von der Karte. Ich werde mich da auch öfter auf dieser Karte befinden. Momentan ist es doch ein bisschen eingeschlafen. Was alles so oft als Minecraft-WG stattfindet und was wir in Zukunft damit vorhaben, wissen wir noch nicht. Wir wollen erstmal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. So. Wie man sieht, werden wir die beiden Häuserreihen hier abreißen müssen. Komplett, jo. Heißt für uns, wir müssen dementsprechend auch das Inventar hier, oder? Ja, wir müssen das hier auf jeden Fall leer machen. Kann man noch irgendwas mitnehmen? So, das war's. Ansonsten, Minecraft-WG ist halt das nächste Projekt. Ansonsten habe ich kein weiteres Projekt zurzeit am Start.
Ich habe überlegt, ob ich ein altes Spiel wieder starte, also mal so ein bei mir ins Regal greife und das einfach mal Let's Play. Zurzeit stehen da in Auswahl Lego Star Wars 2. Das ist also Episode 5 bis 6. Müsste das sein? Ne, 4, 5 und 6. Oder aber der erste Teil von Jack Keane, einem Adventure. Da habe ich aber leider Skrupel vor, weil, ja, wie soll man es sagen, ich doch da extrem entertainen muss. Und das ist, wie man so zum Teil gemerkt hat, wahrscheinlich nicht so gerade mein Ding, zumindest nicht so extrem. Ich weiß nicht, wie ich mich da schlagen würde, aber ich weiß nicht, ob ich da so 50, 60, 70, 80 Folgen lang ein Adventure machen möchte. Der Vorteil ist, ich kenne das Spiel schon. Was wiederum halt ein Vorteil ist, weil ich das Spiel halt kenne. Das heißt, was mit dem Rätseln wird nicht ganz so schlimm sein. Wobei, das Rätseln wird schlimm, weil es schon eine ganze Weile her ist, wo ich es gespielt habe. So, wir sollten doch langsam mal anfangen, irgendwelche Kisten zu erstellen. So, wir brauchen Schilder. Schilder, Schilder, Schilder. Haben wir noch hier welche? Oh, wir haben noch welche drin. So, auf der Seite haben wir Sand und auf der anderen Seite haben wir Holz. Ja, man findet immer irgendwelche Arbeit in Minecraft, die man machen kann. So. Dann fertig. Ja, was war denn oben drin? Ach, oben die Kiste ist leer. Was könnten wir denn da reinmachen, was wir noch nicht haben? Kobbel, Erde, da Stein, Sand, den wir noch nicht haben, leer. Ich würde sagen, wir machen da den Kies rein. Dann haben wir den zumindest schon mal weg in einer eigenen Kiste. Dann ist da oben Cobblestone, Cleanstone und Kies drin. Cleanstone. Kies. So. Dann. Ja. Noch eine neue Kiste erstellen. Ich würde sonst eine weitere Kiste für Redstone erstellen oder für Redstone-Elemente. Redstone-Elemente. Die haben wir ja schon. Also brauchen wir dafür keine neue Kiste. Dann könnten wir hier ranschreiben: Redstone Elemente. So. Damit ist die Kiste auch beschriftet. Hier haben wir jetzt wieder Platz für irgendwelches Zeugs. Das passt da rein. Gunpowder passt da, oder Schwarzpulver passt da auch rein. Feuerstein gehört zum Kies. Das kommt hier rein. Brot behalten wir bei uns. Hier nur noch 9 Brot. Na, ist nicht gerade viel. Rohes Fleisch, das gehört hier gar nicht rein. Rohes Hühnchen passt hier auch nicht rein. Das gehört wo ganz anders hin. Die Samen können wir hier drin mal vernichten. Die Pilze können mit. Die Kakaobohnen gehören hier nicht hin. Das hier gehört hier nicht hin. Die Knochen, Knochenmehl. Lassen wir mal hier unten. Schleimbälle, blablabla. Feuerstein. So, damit haben wir jetzt ein wenig Platz. Gut. Oh. Feuerstein. Packen wir mal hier unten rein. Der Rest geht erstmal mit. Und da werden wir bestimmt noch so einiges finden. Cleanstone. Können wir hier erstmal reinpacken. Sind wir den los und wir haben den Inventarplatz. Unser Diamantschwert wird wahrscheinlich auch bald den Geist aufgeben. Das heißt, wir werden auch bald wieder Diamanten oder zumindest ein neues Diamantschwert brauchen, obwohl wir genug Eisenschwerter haben. So, aber jetzt machen wir wieder was Langweiliges, halt ein bisschen Inventar aufräumen. Es muss leider gemacht werden. Gehört leider mit dazu. Vor allem, wenn man so eine komische, chaotische, ja, wie soll man sagen, Lagerwirtschaft hat. Naja, klasse, jetzt passt das natürlich nicht rein. Passt hiervon noch irgendwas rein? Nein.
So, hier haben wir noch Lehm drin, haben wir hier noch Kohle drin, haben wir auch noch. Ach, egal. Gut. Ach, lauf. Lauf schon. Ach, mir fällt gerade was auf. Da war ja was. Ja, wenn man auf wenn man auf der Adventure Map unterwegs ist, ist es egal, was ich stehen habe. Ist man aber auf der Let's Play Welt oder auf der WG Welt unterwegs, da habe ich's. Ja, das ist auch egal, wo es steht. Weil da wieso Monster eingeschaltet werden automatisch. So. Ist das normal, dass die Musik schon immer so laut ist? Naja, gut. Oder kann es sein, dass ich sie einmal lauter gestellt habe? Aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, mir fliegen die Ohren weg. Und beim letzten Titel war das nicht so. Und ich habe das Gefühl, es wird immer lauter. So, erstmal gute Nacht. Und ich gehe mal kurz gucken, was mit meiner Musik los ist. Ah, Mist, jetzt bin ich rausgegangen. Gut, wieder drin. Ich habe jetzt ein bisschen Musik runtergedreht, Lautstärke. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mich ärgere. Also die Musiklautstärke war in Stärke 26 eingestellt. Normal ist, glaube ich, Stärke 13 gewesen. Ich habe das Ziel auf 13 runtergeregelt, aber das ist mir immer noch zu laut. Na, jetzt geht's. So, jetzt noch mal rüber ins Lager und weiter geht's. Ich kann mich aber auch nicht daran erinnern, dass ich das lauter gestellt habe. Vor allem jetzt nicht in letzter Zeit. Und es laufen ja schon ein paar Titel. Das liefen schon ein paar Titel. Genauer gesagt. Feuerstein. Eichensetzlinge. Gut. Die gehören hier nicht her. Jetzt habe ich das Gefühl, das Spiel ist leiser geworden. Irgendwas will mich doch hier gerade ärgern, aber es ist gewaltig. Genau, da haben wir die Spitzhacke. Das gehört doch da gar nicht rein. Das gehört doch da unten rein. So, Pilz, lalala, Kakaobohnen, Moossteine, da gehört hier auch nicht rein. Redstone und vergammeltes Fleisch. Sand. Klettersandstein. Oh, verschiedene Sorten von Sandstein. Redstone-Elemente. Ja, passt doch irgendwas gewaltig nicht. Moment mal, das sind die Einstellungen. Nee, ist nur Lautstärke 4. Na, irgendwas ist doch jetzt geändert hier. Entschuldigung, dass es jetzt mittendrin sein muss. Aber ich habe das Gefühl, hier ist irgendwas ganz schön im Argen. Na gut. Versuchen wir es mal. Ja, jetzt klingt das wieder vernünftig hier. Ich hoffe, es kommt auch so gut rüber. Eichenholz, bald besser bei uns. Lalalala. Eigentlich habe ich nichts dabei, bis auf den Moosstein, den ich hier einlagern möchte. Und dann gehen wir erstmal rüber. So. Ich bin überlegen, ob wir ein bisschen Erde mitnehmen. Das ist für mich schon wieder verhaspelt. Gibt's doch gar nicht. Deswegen bin ich gerade ein wenig ruhiger. Und gerade weil mich das hier unten gerade geärgert hat mit der Musik. Der Musiklautstärke.
Ich wollte es unter Minecraft ein bisschen lauter haben, die Musik. Aber ich wollte aber auch nicht, dass die Lautstärke oder halt die Elemente leiser werden. Hier die Tiergeräusche und so weiter. Na gut. Feuerstein habe ich auch noch drin. Samen gehören hier rein. Melonenkerne, bla bla bla. Kakaobohnen hat man doch hier drin. Erde, Erde, Erde. Jetzt, oh, es ist doch hier mal wieder vollkommen unsortiert. Das ist Stein, das ist Kobbelkram, das ist Holz. So, jetzt passt es doch schon. Das ist Kies, so. Eine Werkbank. Jetzt sieht das hier schon wieder einiger besser aus. Jetzt doch mal. Die Dinger klopfen wir uns auch durch sämtliche Kisten. Ich kann ja hier nicht angehen, dass wir alles durcheinander haben. So, Weizen war grün drin, ne? So, Weizen ist hier drin, ganz genau. Rohes Hühnchen. So, jetzt habe ich es. So. Papier. Drei Leder nur, das ist ein bisschen wenig. Rohes Schwein, Rindfleisch, Schweinefleisch, Steak. Fast mal, kann man da drauf packen. So, roh, 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 roh. Da haben wir die drei rohen Sachen. Jetzt, da kommen die gekochten Sachen hinter. Rosenrot gehört hier nicht rein. Nehmen wir erstmal mit. Die Pilze gehören hier aber rein. Können wir da oben reinlegen. So. Was brauche ich denn gerade hier? Irgendwie wieder voll durch den Wind. Rosenrot können wir hier reinmachen. Die Setzlinge können wir hier auch reinmachen. Gut, damit haben wir. Das gehört hier auch rein. Das brauchen wir drüben nicht. Ein Bogen gehört da unten rein. Eine Schere nehmen wir erstmal mit. Die gehören hier rein. So, ansonsten sieht das auch schon mal wieder ganz schnieke aus, was wir so bei uns haben. So, wo wir gerade hier sind. Lecker. Erstmal was essen. Und dann machen wir uns neue Brote. Weil die gehen uns ja langsam zu Neige. 1, 2, 3. Wir müssen mal bald wieder die Erntemaschine anschmeißen, sehe ich gerade. Könnten wir eigentlich tun. Hallo? Lass mich raus. Ja, schmeißen wir mal die Erntemaschine an. So. Sieht doch immer wieder schön aus, wenn das passiert. Ja. Müssen natürlich warten, bis unten alles angekommen ist. Na? Kann man schön ranzoomen und optifine. So, alles unten, alles aus. Na, egal. Ich wollte es mir eigentlich angucken, wie das Wasser jetzt abläuft. Und jetzt aber erstmal hier. So, das. Das und das. Ist da noch was? Nein. So, dann wollen wir mal. Wir fangen oben an, würde ich sagen. Das geht einfacher. So, und los geht's. Das geht natürlich mal wieder auf die Augen, wenn man die ganze Zeit jetzt so aufs Kreuz guckt und dann nur diese Welt hinter sich laufen sieht. Dieses Farbenspiel. Oh, da ist der erste Stack schon weg. Nehmen wir den nächsten. So. Oh Mann. Irgendwie
Das Jahr 2013 ist irgendwie genauso wie das Jahr 2012 in Minecraft. Es hat sich irgendwie nichts geändert. Wir sind immer noch dabei, Brot anzubauen, beziehungsweise Getreide, ab und zu mal. Nun diesmal mit einem anderen Texture Pack. Ich glaube, wir haben noch mit diesem Texture Pack noch kein Getreide angebaut. Bin mir fast hundertprozentig sicher, dass wir es noch nicht getan haben. Ansonsten, ja, das Jahr 2013. Ja, gut, das fängt gerade erst an. Ein paar Tage sind schon auch hinter uns. Also noch recht jungfräulich, also kann man zum Jahr 2013 noch nicht sagen.